Können Sie sich ausweisen? NASA, Sir. Das wusste ich nicht, die stellen tatsächlich... Es arbeiten viele Frauen für das Weltraumprogramm. Die Testgruppe braucht einen Rechenexperten. Dafür ist Catherine die Richtige. Sie berechnet alles, was Sie wollen. Da drin war noch nie eine Farbige. Blamieren Sie mich nicht. Der wurde gestern nicht gelehrt. Verzeihung, ich bin nicht die... Schwarz in einer weißen Welt, Frauen in einer Männerdomäne. Die drei Hauptfiguren von Hidden Figures, unerkannte Heldinnen, haben gleich an mehreren Fronten mit Vorurteilen zu kämpfen. Erzählt wird der dreifach Oscar-nominierte Kampf für Gerechtigkeit mit viel Wärme, Humor und einem unverschämt guten Soundtrack. In einer Welt, die so sehr auseinanderbricht. Es scheint mir der Wunsch, sie ein wenig zusammenhalten zu wollen, nicht so schlecht zu sein. Soldat Doss, Ihnen wird das Recht zugesprochen, in den Kampf zu ziehen, ohne eine Waffe bei sich zu tragen. Ob man den christlichen Patriotismus von Regisseur Mel Gibson mag oder nicht, so eindringlich wie Hacksaw Ridge hat seit Der Soldat James Ryan kein Film mehr die Schrecken des Krieges gezeigt. Herausfallende Gedärme, spritzendes Gehirn, fliegende Gliedmaßen und mittendrin ein junger Mann, der ohne Waffe zum Kriegshelden wird. Die ganze Nachbarschaft wusste über diese Wohnung Bescheid. Es waren ja nicht nur ein, zwei Leute, die dort ein- und ausgingen. Wir erstatten Anzeige. Bitte nicht, das würde ich nicht aushalten. Was soll ich denn sonst tun? Was denn? Was genau seiner Frau angetan wurde, wird in The Salesman nicht ausgesprochen. Aber als Zuschauer kann man sich ausmalen, warum der nette Lehrer Emad zum düsteren Rächer mutiert. Der Film gewann im Februar den Auslands-Oscar. Wir sind Angestellte der Regierung, Bankiers, Polizisten, sogar ein Richter gehört zu uns. Wenn ihr Idioten euch mit uns anlegt, lassen wir ein gottverfluchtes Höllenfeuer auf euch herabregnen. Auf euch und alle, die ihr liebt. Sie drohen mir also mit Männern, die mächtiger sind als sie. Ganz genau. Warum rede ich dann mit ihnen? Mit seinem letzten Film Argo war Ben Affleck großer Oscar-Gewinner. Davon ist seine fünfte Regiearbeit Live by Night weit entfernt. Das Gangster-Epos erschlägt mit dermaßen viel Dialog, dass man zunehmend das Interesse an der Handlung verliert. Also lieber mal die Klappe halten.